Hallo meine Freunde, ich bin Stranox32King und heute spiele ich mit meinem Freund Airplayer. Ja, guten Tag, mein Name ist Airplayer. Ich bin neu auf YouTube. Mein Freund Dronax oder Dronex, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ja, ist nichts Schlimmes. Er hat mir den Account erstellt. Erstmal danke dafür. Bitte. Und ja, ihr kennt es bestimmt, neu auf YouTube, bisschen aufgeregt und ja, ich spiele heute für euch Skate 3, mache ein paar Tricks, erstes Video, mal gucken, wie es bei euch ankommt. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, was ich besser machen kann. Ihr könnt es liken, ihr könnt... Disliken, ist egal, also... Ihr könnt abonnieren, aber ich würde aber nicht bitte nicht hinschreiben, du bist ein Wichser, du kannst nichts und sowas, bitte. Ja, nicht. sowas finde ich wirklich blöd. Man kann zwar schreiben. Dann könnten wir einfach zurückschreiben, halt Maul, du Hurensohn oder sowas. Könnte man machen. Ja, aber sowas machen wir aber nicht. Wir wollen noch keinen Stress. Wir wollen einfach, wir sind jetzt YouTuber. Ja, wir sind YouTuber. Wir sind alle happy miteinander. Nee, wir machen Videos und ja, also, ja, so wie Dranox schon gesagt hat. Halt, das ist doch die große Rampe. Dass ich es nicht mag, wenn man sagt, dass ich ein Wichser bin und dass ich nichts kann. Ich glaube beim ersten Mal, die das von mir denken, jetzt nichts gegen euch, ja. Aber ich glaube, ihr habt es beim ersten Mal, habt ihr auch einfach ein bisschen Angst gehabt. Und ja, es ist halt das erste Video bei YouTube. Man ist aufgeregt. Warte mal, sorry. Ich stell mal die Kamera ein bisschen um. So. Ich stell dich mal da oben hin. Alter! Megapark! Lass mich mal fahren, bitte. Bitte. Warte. Und ja. Also auf jeden Fall, ihr könnt es liken, disliken und also wenn es euch nicht gefallen hat, macht einen Daumen nach unten. Er stört mich überhaupt. Warte, guck mal, guck mal nach da oben. Guck mal, ich zeig jetzt zwar, was. Ihr könnt mich Alter. Abonnieren, ihr müsst es nicht. Ihr das könnt ist dieser Skatepark, den ich gesucht habe. Ja, okay, rede mal weiter, sorry, dass ich geredet habe. Ja, macht doch nichts. Da. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt mich abonnieren, ihr könnt mich nicht abonnieren, ihr könnt auf Gefällt mir drücken, ihr könnt auf Gefällt mir. Warte mal, Alex, guck mal da. Also, es ist mir egal, wenn es euch nicht gefällt, gefällt es euch nicht. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich besser machen kann. Und ja, und jetzt werde ich mal sagen, wieso ich eigentlich auf den Namen Airplayer gekommen bin. Vielleicht kennen ja, ich glaube mal, die kennen alle die Königin der Lüfte, und zwar die Air Berlin. Ja, hat was mit Flugzeugen zu tun. Ich bin halt ein Flugzeugfan, ich möchte auch gerne Pilot werden, ich habe schon einen Flugsimulator gemacht. Echt einen so großen, haben wir auf WhatsApp hat er so einen Status, also die Nummer werden wir jetzt nicht sagen. Ja, werden wir nicht. Die Nummer ist so drin, 0171. Nein, nicht sagen. Sag ich heute so ein Scherz. Das Video kann ich gerne hochladen, ich weiß es aber noch nicht, ich werde sehen. Und ja, auf jeden Fall bin ich auf Airplayer. Bei dem spiele ich gerade 3x32 King. Nicht, dass sie denkt, dass er jetzt spielt. Ja, ich mache gerade ein bisschen Kommentar, weil mein Kumpel Dranox will gerade ein bisschen auf die Strecke fahren. Weil ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil erstes Video, ihr kennt es. Also ist man aufgeregt und kann nicht so gut tricksen. Und ja. Ja, okay, jetzt nochmal zum Namen. Also, ich bin ja auf den Namen gekommen wegen Air Berlin. Und ich bin ja auch gerne am Flughafen. Ihr fragt euch, warum? Was macht man da so voll langweilig? Aber ich bin halt so einer, ich bin gerne am Flughafen, beobachte die Flugzeuge, finde die Geräusche. Falls ihr also Berliner, glaube ich, kennt Flughafen Tegel oder überhaupt Tegel? Ja, Flughafen Tegel, auf jeden Fall bin ich da fast. Und ja, da fliege ich auch immer nach Türkei. Und Air Berlin ist halt, alles jetzt. Steht halt am meisten da. Und ja. Deswegen bin ich halt auf den Namen gekommen, Airplayer. Ich hätte ja auch Air Berlin, blabiblub, irgendeine Zahl hinschreiben können, aber... Blabiblub. Das wäre ja scheiße, also. Airplayer fand ich schon schön. Mein Kumpel Dranox wollte mich ja
Let's Player irgendwie nennen. Da sind wir ein bisschen im Streit gekommen, weil ich den Namen nicht haben wollte. Und aber ist sein Kanal, ich kann es nicht bestimmen. Seine Sache. Ja, genau. Deswegen aber, es kann mal vorkommen und ja, auf jeden Fall Dranox wird mir immer helfen. Und ja. Ja, wenn ich Zeit habe. Ja, und ja. Bitte ärgert euch nicht, wenn ich nicht pünktlich Videos hochlade. Ich lade Videos hoch, wann ich gerade Lust habe und wann ich die Zeit habe, weil ich sitze bis 15 Uhr in der Schule. Um 17 Uhr habe ich erst Schluss, weil ich mit meinem Kumpel noch extra Unterricht mache. Hast du gerade gesehen? Ja, der Fall ist voll auf die Fresse geflogen. Aber weil wir wollen beide Piloten werden. Ich doch nicht. Du doch auch. Nein. Ja, hast du nicht letztens gesagt? Nein, ich habe doch gesagt, ich will, keine Ahnung, BMX-Fahrer, Profi werden oder was weiß ich. Ja. Ah ja, weil, aber er hat letztens gesagt, er wollte noch Pilot werden. Nein, jetzt nicht mehr, weil jetzt fahre ich auch länger BMX schon. Ja, also ich weiß nicht, aber ich trotzdem Profi machen will. Wir extra nochmal eine okay, Schule. Okay, Profi dafür. Kann ich nicht werden, ich bin nicht gut genug. Ja, auf jeden Fall machen wir nachmittags, also um 15 Uhr ist unsere Schule zu Ende. Mann! Und so bis 17 Uhr machen wir dann nochmal eine andere Schule, sodass wir halt... Ja, dann nicht eine andere Schule. Ja, also im gleichen Haus und... aber halt dann nochmal 2 Stunden extra, damit man halt ein bisschen mehr lernt. Guck. Und ja. Ja, auf jeden Fall, der Name ist halt in Air Berlin gekommen. Und ja. Auf jeden Fall, das Spiel heißt Skate 3 für 20 Euro bei Saturn. Muss nicht Saturn sein, kann auch woanders sein. Ja, habe ich mir das aber damals mal gekauft. Ist für die PS3. Ja, PS3 ist. Falls ihr das noch nicht wisst, also. Also. Wenn es euch gefällt, das Spiel, und ihr wollt es selber haben, könnt ihr euch gerne kaufen, 20 Euro. Und ja, oder wenn ihr in Türkei lebt, was weiß ich, dann halt, keine Ahnung, wie viel Lire, auf jeden Fall keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. Und ja, ich werde heute wahrscheinlich so 5 bis 6 Videos hochladen. Erstmal. Also heute erstmal nur ein oder zwei, glaube ich. Ja, wir werden mal sehen. Also, ja. Also wir machen jetzt nicht jeden Tag also, Videos. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß, muss ich mal sagen, Videos zu machen. Und ich bin mal gespannt, wie die Videos bei euch ankommen. Also auf jeden Fall sowas mache ich halt. Ich stelle auch Sachen vom Flughafen rein. Und ja, also. Surprise, Motherfucker. Motherfucker. Und von denen, wenn er das und sieht, Pyro-Typ oder der immer macht Spaß auf dem Feld. Wir müssen es ernst, wenn ich es dir nachmache. Aber ich guck mir das immer gut, ich guck mir das immer an. Ich finde es eigentlich ganz okay, was du da knallst. Es sind halt Kleinigkeiten. Und ja, also wenn ich dir ein bisschen nachmache. Ja, auch läuft. Mit Knall, hier Knallerbsen und so, dann bitte nicht böse sein. Wenn du es nicht möchtest, schreib mir bitte in das Kommentar, dass ich es nicht machen soll. Und aber eigentlich dürfte ich es ja. Also ich kenn's jetzt von Spaß auf dem Feld. Sowas werde ich vielleicht auch mal machen. Vielleicht sogar mit Dranox zusammen. Und ja. Und was ich wirklich nicht mag, also ihr könnt ja kommentieren, dass ich vielleicht einiges noch besser machen muss. Aber was ich bitte nicht hören möchte, dass ich ein Wichser bin, dass ich schlecht bin, dass ich nichts kann. Ich glaube, ihr hattet es auch so, wo ihr euer erstes Video in YouTube reingestellt habt, dass ihr ein bisschen Muffensausen habt. Kacke, ich kann nicht fahren. Und ja, also deswegen, ihr könnt schreiben, dass das und das nicht so gut war, dass ich das und das besser machen soll. Aber ich glaube, ihr könnt mich verstehen. Erstes Video, neu bei YouTube und ja. Und jetzt werde ich mal wieder ein bisschen fahren. Ja, gleich, warte mal. Ich will nochmal, darf ich nochmal kurz einen Trick probieren? Ja, okay, danach. Oder warte mal. Weil jetzt habe ich mich ein bisschen abreagiert. Ich habe mich ein bisschen schon mit euch vertraut. Ich weiß ja nicht, was ihr so alles anguckt. Ich hoffe, dass es sich heute vielleicht noch eine anguckt. Und ja, auf jeden Fall. Ich weiß mal, du Pappelkacke. Fahre ich gleich noch ein bisschen.
Warte mal, wie lange filmen wir denn schon? Ja, weiß ich nicht. Egal, wir filmen noch ein bisschen. Also ich fahre jetzt 10 Minuten, so ich glaube so ein... Ich mache jetzt noch... Zwei Minuten machen wir Schluss und danach werden wir das Video hochladen. Jo, auf jeden Fall. Ich mache jetzt noch ein paar Tricks. Ich komme gerade überhaupt nicht klar. Ich mache mal einen Ollie. Oder einen Ollie oder was weiß ich immer. Ja. Und ja, die Skaterrampe gefällt mir hier gerade so gar nicht. Weil ich kann hier gar nicht so viel Tricks machen. Aber egal. Also wir sehen uns im nächsten Video. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, ich bin neu bei YouTube. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Airplane und euer Dranox. Ciao. 30 King. Ciao. Bis zum nächsten Video. Tschüss.